Vor einigen Monaten ist etwas sehr Wichtiges für die Siedler-Community passiert, ohne dass viel darüber berichtet wurde. Es ist kein Geheimnis, dass gerade Siedler 4 jede Menge Bugs und Macken hat. Und umso größer war die Enttäuschung, dass die 2018 erschienene History Edition nicht nur kaum etwas daran änderte, sondern eher noch eigene Probleme mitbrachte. Nun haben wir aber endlich das bekommen, was uns vor über 3 Jahren bereits zugestanden hätte, in Form des Settlers United Projekts. Nun ist Settlers United nicht das erste Projekt seiner Art. Genau genommen ist es das 3. nach dem Community Patch und der Enhanced Edition, von denen ich beide zu unterschiedlichen Zeiten unterstützt und in letzterem Fall auch länger mitgearbeitet habe. Beide Projekte hatten talentierte Menschen dahinter, aber aufgrund der Ereignisse, die zum Absprung weiterer Teile des ursprünglichen CP-Teams führten, aus dem später das EE-Team wurde, war eine Zusammenarbeit nie wirklich möglich. Allerdings hatten auch beide Projekte schnell einen Punkt erreicht, an dem die Korrektur tieferer Probleme im Spiel, zum Beispiel der Bau- und Planierbugs, nicht realistisch war. Gegen Ende der S4-WM 2021 wurde das, was jetzt Settlers United ist, ins Leben gerufen. Ursprünglich war es aber ein Siedler 3-Projekt von Mitgliedern des A-Lobby-Teams, nachdem es hier Durchbrüche im Bereich des Reverse Engineerings gab, wodurch erstmals tieferes Modding in diesem Teil möglich wurde. Während der WM kam aber auch der Wunsch auf, die Communities von Siedler 3 und Siedler 4 stärker zu verknüpfen. Dies führte letztendlich dazu, dass jetzt Leute wie KD System, Wizard Maker und JHMP zusammenarbeiten. Die Erfolge waren schnell erkennbar, und das nicht nur durch die Korrektur der vorhin genannten Baubugs. Es existiert nur ein Client, der euch laufende Siedler 3 und Siedler 4 Spiele anzeigt. Die nötigen Einstellungen wie die Spielgeschwindigkeit, welche Balancing-Variante ihr spielen wollt und ob ihr das Transportlimit deaktivieren möchtet, kann der Lobbyhost nun im Spiel selbst festlegen, wodurch auch Desyncs vermieden werden. Auch der HD-Patch, der sich seit 2 Jahren in der Entwicklung befindet, ist nun in der Closed Beta und es ist wirklich beeindruckend, wie viel die Upscaling-KI aus den alten Grafiken rausgeholt hat. Der Community-Patch ist damit überflüssig geworden, wobei sein Balancing immer noch als Option verfügbar ist, zusammen mit Vanilla und Ubo. Die Enhanced Edition existiert weiter, beschränkt sich aber nun auf die Siedler 4 Gold Edition, die auf LAN-Partys immer noch Verwendung findet, während United aus technischen Gründen nur die History Edition unterstützt. Mit diesen Upgrades kann ich nun aber auch die History Edition empfehlen, auch wenn es weiterhin eine Frechheit ist, dass erst die Spieler selbst Hand anlegen mussten. Für Siedler 3 Spieler ist es egal, welche Version ihr besitzt, da die History Edition entsprechend auf die Gold Edition gedowngradet wird. Von den technischen Aspekten mal abgesehen, kann ich aber auch vom sozialen Blickwinkel her nicht genug betonen, wie wichtig diese Entwicklung ist, nachdem sich die ohnehin schon kleine Community zwischen Enhanced Edition und Community Patch in 2 Lager plus Neutrale gespalten hatte. Und egal welche Pläne Ubisoft für das Franchise hat und ob Siedler 20X gut wird, Siedler 3 und Siedler 4 sind jetzt in der perfekten Position, um einen zweiten Frühling zu erleben. Machen wir zusammen das Beste daraus.